Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2. Das mit Six hat jetzt eine unerwartete und schreckliche Wendung genommen, die ich nicht hätte voraussehen können. Das ist zu schlimm. Und ich hoffe wirklich, ich weiß, für einige von euch besteht die Möglichkeit wahrscheinlich schon gar nicht mehr, aber ich hoffe noch bis zuletzt, dass das Ganze hier noch gut ausgehen könnte. Ich hoffe einfach drauf, ja. Die Hoffnung stirbt ja bekanntermaßen zuletzt. Ich befürchte auch, dass das Ganze hier ein schlimmes Ende nehmen wird, aber ich hoffe einfach darauf, dass es noch gut ausgeht. Okay. Ah, okay. Ich glaube, ich muss nach rechts gehen. Da rufen. Dann geht sie nach rechts. Und wir können hier rüber schnell. Oh nein. Oh, Alter. Wie ein Bulldozer. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt aber, was ich tun soll. Erstmal hier. Dann hier. Und bam! Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass wir ihr dadurch vielleicht sogar Schmerzen bereiten, indem wir die Musikboxen zerstören. Es wirkt zumindest sehr so, weil sie reagiert ja auch jedes Mal, wenn wir auf die Musikbox einschlagen. Deswegen ist. Okay. Ich höre was, ich höre was. Da ist jetzt wieder eine Tür. Bitte sag mir nicht, dass ich nachher mit der Axt auf Six einschlagen soll. Moment. Erstmal die Axt holen. Okay. Ah, so. Okay. Ich sehe schon den Weg. Erst hierhin rufen. Dann hier. Habt ihr das im Übrigen auch gesehen, dass dieser Raum. Oh Gott, mutiert? Guckt euch das an, was ist das? Der Raum mutiert immer mehr, es wird immer mehr. Oh nein. Was zur Hölle? Bitte, Six. Au. Wahrscheinlich muss ich sie rufen, bevor ich ihr näher komme. Alter. Als ob sich zwei Welten miteinander vermischen. Moment, wird sie kleiner? Sie wird kleiner. Oh Leute, ich habe schon so viele Horrorszenarien in meinem Kopf ausgemalt. Sie ist wieder normal. Umarmung, sofort. Oh Gott. Vielleicht nicht sofort. Oh, Igitt, okay, scheiße. Oh Gott, ist das ekelhaft. Was ist das?
Einfach nur ein riesiger Blob aus Fleisch und Augen oder was? Den haben wir doch schon jenseits des Fernsehers gesehen. Sind das all die Menschen, die in den Fernseher gesperrt wurden? Igitt! Oh Gott, ist das ekelhaft! Das war zu früh! Igitt! Geht's eigentlich noch ekliger? Mist, ich hätte an der Stelle warten müssen. Ich sehe es jetzt auch. Alter! Jawohl, lauf, 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 lauf. Okay. Lauf! Lauf, 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 lauf! Komm schon! Komm schon, Mono! Wir schaffen es! Oh, Six hat es gerade so geschafft. Okay. Jetzt nur noch wir. Schnell, 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 schnell! Oh nein, komm, 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 komm! Aha! Komm schon, zieh mich hoch, Six! Six! Was? Warum? Warum, Six? Oh Gott, nein, ist das ekelhaft. Oh. Ach Mann, Six, wieso hast du das gemacht? Oh, ist das eklig. Oh. Wow. Was zur Hölle? Ist da oben was? Ein Stuhl? Moment mal, ist das nicht der Stuhl, auf dem der Gentleman saß? Das war, das ist er doch, oder? Ist er jetzt quasi zum neuen Gentleman geworden? Ich meine, durch die Fähigkeiten sowieso, aber erfüllt der Gentleman noch irgendeine bestimmte Rolle? Musste der Gentleman dort sein, um dieses Blobviech zurückzuhalten? Alter, nee. Er wird tatsächlich zu ihm. Jetzt erzähl mir nicht, dass der Gentleman in Wirklichkeit das zukünftige Ich von Mono ist.
Und dass der irgendwie in der Lage ist, durch die Fernseher in die Vergangenheit zu reisen oder so. Alter. Alter, lass mich raten, das Spiel ist damit zu Ende. Shit. Ich kriege die Goldtrophäe Hut tut gut. Eine weitere Goldtrophäe Signalstörung. Okay. Wow. Ihre dunkle Seite vom Schlund. Moment. Da sieht man sogar ein Bild vom Schlund. What? Und jetzt fängt der Hunger wieder an? Alter. Das Spiel. Okay, Leute, ich lasse die Credits erstmal durchlaufen, weil mein Gehirn ist gerade überlastet. Bis gleich.
Okay, Leute, die Credits sind vorbei. Bevor ich meine Gedanken formuliere, würde ich sagen, gucken wir uns noch mal ganz kurz die Texte der Trophäen an, die wir jetzt am Ende verdient haben. Das waren ja zwei schöne Goldtrophäen. Der Text der Goldtrophäe Signalstörung lautet: Jetzt ist alles vorbei. Der Text der Trophäe Hut tut gut lautet: Hüte sind einigen Menschen sehr wichtig. Okay, und tatsächlich gibt es nur noch eine einzige Trophäe, die wir verdienen müssen, um die Platin zu erreichen. Aber bevor wir uns um die kümmern, Leute, ganz ehrlich, ich muss mal ganz kurz jetzt über alles reden. Ich habe jetzt auch extra noch einmal den Ton vom Spiel ausgestellt. So sehr ich das Team auch genieße und liebe, aber ich brauche ganz kurz einen ruhigen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Also, ich habe jetzt mehrere Theorien entwickelt während der Credits. Ich hatte ja da ja schön Zeit nachzudenken, das habe ich dann auch dementsprechend genutzt. So. Die Theorie. Warum könnte Six sich am Ende dazu entschieden haben, Mono fallen zu lassen? Kann zum einen sein, vielleicht hat sie sich immer noch in gewisser Weise von ihm verraten gefühlt. Vielleicht blieb von ihrem Monster-Dasein immer noch ein gewisses Gefühl, ein gewisses negatives Gefühl gegenüber Mono zurück. Ne? Vielleicht ist so das Einzige, was von ihrem Monster-Dasein übrig geblieben ist, die Tatsache, dass ja, Mono scheinbar etwas, was ihr sehr lieb und teuer war, nämlich die Musikbox, zerstört hat. Ne? Dadurch wurde sie zwar zurückverwandelt, was sie vielleicht auch irgendwie wusste. Man weiß nicht, woran sie sich erinnert, nachdem Mono das Ding zerstört hat, aber wer weiß, vielleicht entweder hat sie sich gar nicht mehr an ihn erinnert, ne? Könnte sein, dass das Zerstören der Musikbox auch die Erinnerungen an Mono ausgeschaltet hat und sie sich gar nicht mehr an ihn erinnert hat und sich dachte, warum sollte ich ein wildfremdes Kind überhaupt retten? Und hat gleichzeitig die Erinnerung daran, wie er die Musikbox zerstört und hat deshalb noch so einen Hass auf ihn gehabt, dass sie ihn fallen gelassen hat. Eine Theorie. Eine weitere Theorie bestünde darin, sie wusste, wer Mono in Wirklichkeit ist, dass er zum Gentleman wird. Ne? Dass er entweder der Gentleman ist oder zu einem neuen Gentleman wird. Das ist eine Theorie, zu der komme ich gleich. Dass sie das gespürt hat und ihn deshalb fallen gelassen hat, weil sie ihn quasi in dem Moment als Bedrohung eingestuft hat. Weil sie gesehen hat, was er mit seinen Kräften mittlerweile alles anstellen kann. Und sie dachte sich, er ist zu mächtig geworden. Und vielleicht hat sie auch Angst an der Stelle vor ihm gehabt. Und wollte ihn lieber loswerden. Wollte nicht mehr mit ihm zusammen fliehen, weil sie ihm nicht mehr vertraut hat. Ist jetzt, wie gesagt, nur eine Theorie. Keine Ahnung, ob es tatsächlich stimmt. Weil sie hätten definitiv beide fliehen können. Es ist nicht so, als ob es eine Zeitentscheidung gewesen wäre, dass alles jeden Moment in sich zusammengekracht wäre. Sie hat sogar extra noch einmal eigentlich die Hand nach ihm ausgestreckt und ihn dann erst fallen gelassen. Wo ich dann auch nicht so genau weiß, hat sie ihn gefangen, weil es eher so eine Art Reflex war? Weil sie wusste, sie hat das vorher im Spiel schon oft genug getan? Oder war es irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Tja. Eine weitere Sache. Was den Gentleman angeht. So, wir wissen ja jetzt mittlerweile, dass Mono eindeutig zum Gentleman geworden ist. Ne? Er ist die ganze Zeit in diesem Raum gesessen, wurde immer größer. Seine Kräfte haben wahrscheinlich nicht abgenommen. Und ja, der Raum, in dem er war, war genau der gleiche, in dem der Gentleman vorher auch drin gesessen hat. So, meine Theorie. Dass der Gentleman eventuell. Ich meine, vorbei. Ich habe, was diesen Blob angeht, habe ich mehrere Theorien. Dieser Blob aus Fleisch und Augen. Es könnte irgendeine Macht, irgendeine Entität sein, die in der Lage ist, aus Menschen Monstern zu machen oder Menschen übernatürliche Fähigkeiten verleihen kann. So als Theorie. Und dieser Blob ist ja
immer weiter dadurch in den Raum hineingeflossen. Also der Raum wurde immer mehr mit dem Blob vermischt, weil Mono immer mehr diese Musikbox zerstört hat. Und dadurch hat sich dann ja quasi Six immer weiter zurückverwandelt, wurde wieder normal. Und dafür ist allerdings der Raum immer monsterhafter geworden. Mit anderen Worten, höchstwahrscheinlich ist dieser Blob einfach nur das Monster-Dasein an sich. Und dadurch, dass Mono eben diese Musikbox zerstört hat, hat er quasi das Monster-Sein aus Six herausgetrieben, wodurch es eben aus ihr herausfuhr und einfach an den Wänden kleben blieb. Das ist jetzt so meine Vorstellung davon, was da passiert sein könnte, warum der Blob dann plötzlich immer mehr aufgetaucht ist. So. Eine weitere Sache, was den Gentleman angeht. Ich habe zwei Theorien. Entweder die erste Theorie: Mono ist zu einem neuen Gentleman geworden. Die erste Theorie besteht darin, es muss immer einen Gentleman geben, der in diesem Raum sitzt und den Blob zurückhält. Weil ihr habt ja gesehen, als Mono sich auf diesen Stuhl gesetzt hat, wurde der Raum plötzlich in Anführungszeichen normal. Es war plötzlich nicht mehr dieser Blob. Ne? Dementsprechend, ja, vielleicht muss der Gentleman dort sitzen oder eine Person muss dort sitzen und zum Gentleman werden, damit dieser Blob nicht auf die Welt losgelassen wird, weil sonst würde wahrscheinlich die gesamte Welt darin ertrinken, es wäre die Apokalypse schlechthin, alle würden zu Monstern werden, die es zuvor nicht schon geworden sind. Ist eine Theorie, ne? Keine Ahnung, ob sie stimmt, kann auch sein, dass sie hier und da ein paar Löcher hat, an die ich jetzt gerade nicht denke. Und vielleicht können diese Löcher ja irgendwie anders geflickt werden. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt erstmal nicht. Die zweite Theorie, was den Gentleman angeht, dass Mono tatsächlich der Gentleman ist. Und der Gentleman ist im Prinzip sein zukünftiges Ich. Mit anderen Worten, als der Gentleman in diesem Raum saß, also was ja Mono ist, nehmen wir jetzt mal an, ne, Mono sitzt jahrelang, jahrzehntelang wahrscheinlich in diesem Raum fest und wartet. Und das Einzige, ne, er weiß ganz genau, wer im Prinzip daran Schuld hat, dass er dort ist, nämlich Six. Mit anderen Worten, er entwickelt wahrscheinlich all diese Jahrzehnte über starke Rachegefühle gegenüber Six. Er denkt sich, irgendwann werde ich hier rauskommen und wenn es soweit ist, werde ich mich an Six rächen. Und erinnert ihr euch daran? Er hat Six dann ja direkt entführt. Er hat noch nicht einmal großartig nach Mono gesucht, obwohl er ihm auch hinterhergelaufen ist und gesehen hat, dass er dort ist. Aber er hat nicht mehr nach Mono gesucht, als er zum ersten Mal aus dem Fernseher stieg. Ne? Mono hat ja diesen Korridor geöffnet. Als seine Kräfte immer stärker wurden, konnte er die Tür erreichen und sie öffnen. Dadurch wurde tatsächlich der Gentleman freigelassen. Also sein zukünftiges Ich wurde dadurch befreit. Dadurch konnte er endlich aus diesem Raum raus, hat sich dann sofort Six gegriffen und ist mit ihr abgehauen und hat dann aus ihr dieses Monster gemacht. Das war quasi seine Rache dafür, dass sie ihn fallen gelassen hat. Und die Tatsache, dass er danach auch noch Mono verfolgt hat, lag wahrscheinlich darin, dass er versucht hat, Six zu befreien. Also hat sich das zukünftige Ich von Mono gedacht, okay, ich werde jetzt mein Ich auch mitnehmen, damit er nicht gegen mich kämpft, damit seine Kräfte nicht stärker werden, damit er nicht gegen mich kämpft. Weil er weiß ja im Prinzip, was mit ihm passieren wird, wenn sein Vergangenheits-Ich tatsächlich den Funktum erreicht. Ja? Er weiß ganz genau, dass er diesen Kampf eigentlich verlieren wird. Dementsprechend hat er später, als Vergangenheits-Mono versucht hat, Six aufzuhalten, hat Zukunfts-Mono auch versucht, sein Vergangenheits-Ich aufzuhalten, damit das nicht passiert. Und das könnte ich mir sehr gut vorstellen, ist im Prinzip so eine Art Unendlichkeitsloop. Ja, so eine Geschichte, die sich immer und immer wieder wiederholt. Ne? Sobald Mono eben das Zukunfts-Ich hat, wartet er nur darauf, dass er eine Verbindung zu seinem Vergangenheits-Ich herstellen kann. Dass sein Vergangenheits-Ich dann in der Lage ist, kann auch sein, dass
seine Kräfte mit den Jahrzehnten dann auch stark genug werden, dass er sein Vergangenheits-Ich rufen kann. Ne? Diese Visionen, die das Verga der Vergangenheitsmono hat, oder der Gegenwartsmono, sagen wir es mal so, und dass er immer wieder in diesen Fernseher rein kommen kann, allerdings immer wieder rausgeschmissen wird, weil er die Kräfte noch nicht richtig beherrscht. Es könnte sein, dass der Gentleman in diesem Raum, also der Zukunftsmono, mit den Jahrzehnten immer mehr die Fähigkeit entwickelt hat, Kontakt über den Fernseher Kontakt mit seinem Vergangenheits-Ich aufzunehmen. Deswegen war Mono auch immer dazu gezwungen, zu dem Fernseher zu gehen und seine Hand dran zu halten und in den Korridor reinzugehen, weil sein Zukunfts-Ich befreit werden wollte. Ja? Und ja, dadurch, ja. Kann es eben sein, dass sich diese Geschichte immer weiter wiederholt. Ne? Er sitzt in diesem Raum, nimmt Kontakt zu seinem Vergangenheits-Ich auf, reist in die Vergangenheit, wird dann allerdings von seinem Vergangenheits-Ich besiegt, das dann wieder seinen Platz einnimmt. Also es ist ein unendlicher Zyklus theoretisch, der mit dem Gentleman vonstatten geht und wahrscheinlich niemals aufhören wird. Was an sich wirklich eine unfassbar traurige Geschichte ist. Und ich glaube wirklich, diese Time Loop, also diese Zeitlooping-Loop-Geschichte, ist tatsächlich die Theorie, die ich für wahrscheinlicher halte. Ne? Und dass tatsächlich dieser Gentleman benötigt wird, um den Blob aufzuhalten, das könnte wahrscheinlich so, sogar noch so eine Art Nebeneffekt sein. Ja? Gehe ich stark davon aus. So, und was das Ende angeht, die Endesequenz, wo wir ja Six gesehen haben, bei der plötzlich ihr böses Ich erschienen ist, das wir ja auch bereits oft genug im ersten Teil gesehen haben, ne? Dann haben wir gesehen, auf dem Boden lag ein Prospekt oder ein Flyer, was weiß ich, ein Bild von dem Schlund, ne? Und in dem Moment hat der Magen von Six angefangen zu knurren. Die Tatsache, dass Six ihre Kräfte nicht hat, und die Tatsache, dass Six, ja, dass Six in dem Moment erst zum ersten Mal Hunger bekommen hat, was ja auf dem Schlund die ganze Zeit der Fall gewesen ist, lässt in mir die Theorie aufkommen, Little Nightmares 2 spielt zeitlich vor Little Nightmares 1. Ne? Wie gesagt, dann würde es auch Sinn machen, dass Mono, sag ich schon, dass Six ihre Kräfte gar nicht hat, die sie am Ende des ersten Teils eigentlich hat. Eine weitere Erklärung wäre, dass sie eben auch ein Kind ist und sie hat vielleicht ihre Kräfte am Ende des ersten Teils zu sehr verausgabt und konnte sie deshalb für eine lange Zeit überhaupt nicht mehr benutzen. Ist auch eine Möglichkeit. Aber die Tatsache, dass Six scheinbar, glaube ich, man hat ja vor allen Dingen auch die ganze Zeit so ein kleines bisschen gemerkt, Six hat wahrscheinlich schon von Anfang an so ein kleines bisschen einen an der Klatsche vielleicht gehabt, ist vielleicht sogar sowieso von Anfang an ein kleines bisschen verrückt gewesen. Man hat ja zum Beispiel in dem Krankenhaus gesehen, wie sie bei dem Puppenarm die Finger verdreht hat. Keine Ahnung, ob das, weil Mono ist ja eigentlich derjenige, der immer mit den Puppen zu tun hatte und Six hat mit den Puppen ja nie wirklich was zu tun gehabt. Also ich bezweifle, dass es aus dem Grund geschehen ist, weil sie Angst vor denen hatte und sie denen irgendwas antun wollte, bevor sie ihr etwas antun können. Also an so kleinen Stellen konnte man wahrscheinlich sogar tatsächlich erkennen, Six war vielleicht von Anfang an kein gutes Kind. Eventuell. Ja? Obwohl sie gegenüber Mono eigentlich schon so etwas wie Freundschaft empfunden hat und wahrscheinlich auch, ja, ihn bis zu einer gewissen Zeit freundlich gesinnt war. Bis zu diesem einen Augenblick dann wieder, wo sie sich dachte, Moment, ich brauche dich eigentlich gar nicht mehr. Tschüss. Ja, das wäre auch ein weiterer Grund gewesen. Sie hat ihn überhaupt nicht mehr gebraucht. Vielleicht wusste sie, dass sie ihn benötigt, um in dieser Stadt weiterzukommen, aber in dem Moment, als sie wusste, sie muss nur noch durch diese eine Tür gehen, um zu entkommen, und sie braucht ihn nicht mehr, hat sie ihn losgelassen, auch wenn es keinen Sinn macht, weil es hätte ja genauso gut auch sein können, dass sie dann immer noch im Turm ist und sie hätte ihn dann doch gebraucht, um nur noch rauszukommen. Also, naja, egal. Es ist nur ein Gedanke gewesen. Jedenfalls, ja, wie gesagt, es könnte tatsächlich sein, dass Little Nightmares 2 vor dem ersten Teil spielt.
Weil, ja, dann am Ende ist erst quasi dieses böse Ich von Dingens, von Mono aufgetaucht und sie hat Hunger gekriegt. Was eventuell sein könnte, dass der Raum, in den Mono, in den Six ganz am Ende teleportiert worden ist. Das könnte der Schlund gewesen sein, oder? Theoretisch. Ne? Das würde dann auch Sinn machen, dass dann ihr böses Ich aufgetaucht ist und dass sie Hunger bekommen hat. Es könnte sein, dass sie durch diesen Fernseher in den Schlund geschleudert worden ist. Und es könnte durchaus auch sein, dass Mono sogar dafür verantwortlich ist, dass sie dort gelandet ist, als eine Art weitere Strafe. Ja, dass er irgendwie in der Lage gewesen ist, zu beeinflussen, wo sie rauskommt. Und dann wollte er lieber, dass er sie an einem schlimmen Ort rauskommt, aus dem sie vielleicht nicht, aus dem sie höchstwahrscheinlich nicht entkommen kann. Was sie dann am Ende des ersten Teils aber doch getan hat. Deswegen, also für mich persönlich macht es jetzt in diesem Augenblick tatsächlich eher Sinn, dass Little Nightmares 2 tatsächlich auch, genauso wie Very Little Nightmares auf dem Handy, ein Prequel ist. Dass es eine Vorgeschichte ist. Was ich nicht gedacht hätte, ehrlich gesagt. Aber tja, das ist jetzt an dieser Stelle meine Theorie dazu. Und ich glaube, mehr kann ich an dieser Stelle jetzt auch nicht sagen. Alles andere wäre etwas, da müsste ich länger für nachdenken, um es argumentativ einigermaßen zusammenzubasteln. Mehr fällt mir dazu jetzt gerade auch nicht ein. Falls ihr irgendwelche Theorien haben solltet, ihr könnt sie mir gerne in die Kommentare schreiben. Ne, gerne dann auch mit irgendwelchen Hinweisen, die eure Theorie unterstützen. Falls ihr meine Theorie unterstützt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Falls ihr meine Theorie ergänzen oder an irgendeine Art und Weise korrigieren wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Ich fände es wirklich sehr interessant, eure Meinungen zu hören, was da genau vor sich geht, was die Geheimnisse hinter Little Nightmares 2 am Ende sind. Denn eins ist sicher, dieses Spiel wird auf jeden Fall wieder für viele Theorie-Videos sorgen. Das hat der erste Teil ja auch schon getan. Und der zweite Teil wird es genauso tun. Und ganz ehrlich, Leute, an dieser Stelle hoffe ich tatsächlich entweder auf ein DLC von Little Nightmares 2, das hoffentlich bald kommt, oder, worauf ich auch hoffe, auf ja, einen dritten Teil. Schlicht und ergreifend. Denn ich hoffe, ehrlich gesagt, das ist eben so was Merkwürdiges. Das ist eine Welt, die extrem faszinierend ist, so grausam sie auch sein mag und furchterregend und sonstiges, aber trotzdem möchte man mehr davon sehen. Es ist wirklich ein einzigartiges Spiel, das so viel Charme aussprüht, so viel Charme verbreitet und wo man an jeder kleinen Ecke, an jedem Detail ganz genau merkt, dass die Entwickler richtig sich Mühe damit gegeben haben, dass sie ihre Liebe und ihr Herzblut in dieses Spiel reingesteckt haben. Und das ist auf jeden Fall etwas, vor allen Dingen auch aufgrund der Tatsache, dass sie schon nicht den Vollpreis für den Titel verlangen. Klar, wahrscheinlich aufgrund der Länge, aber ganz ehrlich, manche Leute würden auch bei dieser Länge der Story den Vollpreis verlangen. So, Entschuldigung, Husten. Nein, ich habe nicht Corona. Naja, sei es wie es sei. Ich habe meinen großen Spaß mit diesem Spiel gehabt, aber wir haben ja schließlich noch eine Trophäe vor uns und die werden wir uns jetzt auf jeden Fall auch noch gönnen. Komm zu mir, komm zu mir, komm zu mir. Genau das schreit dieser Monitor doch im Prinzip. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, das unterstützt eigentlich meine Theorie, dass der Gentleman das Zukunfts-Ich von Mono ist, das die ganze Zeit versucht, eine Verbindung zum Vergangenheits-Ich über den Fernseher aufzubauen. Tja, alles klar. Ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich mir die letzte Trophäe in dem Spiel verdienen, denn indem wir das Spiel durchgespielt haben, haben wir ja den allerletzten Hut freigeschaltet. Den des Gentleman, wie ihr seht. Zack.
Dadurch schalten wir die Bronzetrophäe, wie sehe ich aus, frei. Und die Platin-Trophäe Primetime-Konsument. Nice. Okay, den Trophäentext zu diesen beiden werden wir uns selbstverständlich auch noch angucken. Der Text der Bronzetrophäe, wie sehe ich aus, lautet: Perfekt, passt so zu dir. Der Text der Platin-Trophäe Primetime-Konsument lautet: Dir bieten sich nun keine Herausforderungen mehr. Glückwunsch. Oh, Leute, ja, das war's dann im Prinzip. Die Platin ist tatsächlich unser. Es hat mich sogar tatsächlich gewundert, dass es schon am ersten Tag, zugegeben, ich habe ja das Spiel erst am Abend des Releases angefangen, deswegen, aber krass, dass es so schnell bereits einen Trophäenleitfaden gibt, an dem man sich orientieren kann, der auch noch spoilerfrei funktioniert. Also, Hut ab dafür, wirklich, perfekt. Besser geht's eigentlich gar nicht. Gerade für ein Spiel wie Little Nightmares, wo ja nicht ganz genau bei den Trophäen dabei steht, was man tun muss, um sie zu verdienen, ist das sehr nützlich, versteht sich, ja, so einen Guide zu haben. Ach je, ach je, ach je. Und im Übrigen habe ich jetzt auch herausgefunden, diese letzte Szene, die wir gesehen haben mit Six, die ist angeblich nur deshalb aufgetaucht, weil wir all diese Überreste eingesammelt haben, also diese Collectibles von dem Spiel quasi, die ja verteilt sind, sehen wir in der Kapitelauswahl, die fragmentierten Überreste, genau. 4 von 4, 6 von 6, 4 von 4, 4 von 4. Haben wir alle gesammelt, in dem letzten Kapitel gibt es keine Collectibles, weder Hut noch ein Überrest. Ja, also, boah, aber wirklich, ein krasses Spiel, Leute. Die Wartezeit hat sich gelohnt für mich persönlich. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut. Ich war sehr gespannt darauf, was dort alles passieren wird. Und es hat mich wirklich nicht enttäuscht. Ich bin jetzt vor allen Dingen auch noch auf die ganzen Theorievideos gespannt, die wahrscheinlich deutlich besser als ich zusammenreimen können, wie alles miteinander zusammenhängt, die wahrscheinlich auch deutlich mehr Details im Hintergrund mitbekommen haben und diese dann auch entsprechend deuten können. Deswegen, ich bin mir sicher, meine Theorien werden nicht die Antwort sein, zumindest nicht die komplette Antwort. Kann sein, dass sie teilweise richtig sind, aber sie werden definitiv nicht die ganze Wahrheit sein. Gehe ich stark von aus. Und ja, was das weitere Deuten angeht, das überlasse ich dann den ganzen Theoretiker-YouTubern. Die haben das eindeutig besser drauf als ich. Aber immerhin, ich habe es wenigstens auch so von mir aus geschafft, ein paar Theorien zu spinnen. Ne? Wie gesagt, eure Versionen könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich fände das super interessant, was ihr von all dem haltet und was ihr dazu denkt. Alles klar, Leute. Ja, ich bin vor allen Dingen froh, dass der zweite Teil jetzt auch eine Platin spendiert bekommen hat. War ja auch eindeutig viel mehr zu tun. Es gab hier viel mehr Möglichkeiten als im ersten Teil, aber ich habe das Gefühl, wenn man sich ein bisschen noch was überlegt hätte, hätte man theoretisch im ersten Teil auch nochmal eine Platin machen können. Theoretisch, aber naja, vielleicht die Entwickler wussten vielleicht nicht zu dem Zeitpunkt, wie gut dieses Spiel ankommen würde, haben deshalb nur eine kurze Trophäenliste gemacht und dieses Mal wussten sie, ja, unsere Idee ist gut angekommen, mit dem zweiten Teil machen wir auch eine Platin. Ja, und ich hoffe wirklich, dass der zweite Teil jetzt auch weiterhin genauso gut ankommen wird, dass die Leute nach einem dritten Teil oder nach einem DLC schreien. Ich tue es definitiv und ich hoffe, es wird kommen. Denn das ist auf jeden Fall wirklich so ein Franchise, von dem kann ich kaum genug haben. Es war schrecklich, ich habe mich gegruselt ohne Ende, es ist wirklich ein großartiges Horrorspiel. Die haben sich hier noch einmal selbst übertroffen, wirklich mit den Locations, ne, gerade das Krankenhaus, das ist für mich tatsächlich das schlimmste Level im gesamten Spiel gewesen, mit diesen verdammten, ja, Schaufensterpuppen, ne, oder, ja, die, generell die Puppen, die Schritte von denen, die werden sich definitiv noch einmal in meinen Albträumen wiederholen und sich dort einbrennen.
So viel steht fest. Ich werde mich wahrscheinlich sogar an einigen Stellen, wenn ich nochmal im Dunkeln durch die Straßen laufen sollte, werde ich wahrscheinlich mich dann von meinen eigenen Fußschritten erschrecken, wahrscheinlich. Ja? Dann kommen mir diese Schritte plötzlich bekannt vor und ich denke mir, fuck, ist da eine Schaufensterpuppe hinter mir? Das ist auch definitiv die schlimmste Passage im gesamten Spiel für mich gewesen. Okay, ansonsten, ja, vom Schwierigkeitsgrad der Platin her, wenn man keinen Guide benutzt, dann kann es definitiv schwierig sein, weil man ja, wie gesagt, nicht weiß oder nicht direkt gesagt bekommt, was man für welche Trophäe zu tun hat. Deswegen, ohne Guide würde ich sagen, ich meine, zugegeben, durch Rumprobieren kriegt man es irgendwann auch hin. Und man hat ja theoretisch unendlich viele Versuche, gerade auch was die sammelbaren Sachen angeht. Es gibt auch Kapitelauswahl. Dementsprechend, ne, muss man nicht immer das Spiel von vorne wiederholen, wenn man was verpasst haben sollte. Dementsprechend, ich würde jetzt den Schwierigkeitsgrad ohne Guide auf, na, sagen wir mal, na, das ist jetzt schwierig, weil spielerisch ist das Spiel. Ich würde sagen, vielleicht so eine 4 von 10, 4 bis 5 von 10. Mit Guide ist es eher so eine 3 oder 2 bis 3 von 10, weil es gibt definitiv ein paar Passagen im Spiel, die auch mit Guide ein kleines bisschen knifflig sein können. Ne? Zum Beispiel, wo man vor den ganzen Puppen fliehen muss. Generell die Fluchtsequenzen, die können ein bisschen heftig sein. Die sind ja definitiv heftiger auch dargestellt und ein bisschen schwieriger und knackiger. Aber nichtsdestotrotz ist das Ganze auf jeden Fall machbar. Ne? Auch mit Guide passt das Ganze einigermaßen. Okay. Alles klar, Leute. Ich glaube, dann bleibt mir an dieser Stelle auch nicht mehr viel anderes zu sagen. Ach ja, genau, was ich auch noch durchgeben wollte. Der Prozentsatz der Platin, also wie viele Leute sie verdient haben, die das Spiel angefangen haben. Liegt jetzt bei genau 4,0%. Das ist eine Menge für ein Spiel, das erst seit ein paar Tagen draußen ist. Und klar, wahrscheinlich auch aufgrund der bereits seit dem ersten Tag existierenden ja, Trophäenguides. Wahrscheinlich auch gerade deshalb ist es für die meisten kein Problem hier, die Platin zu machen. Ne? Es gibt hier ja schließlich auch keinerlei Speedrun oder nicht sterben Trophäen. Okay, zugegeben, es gibt die Trophäe am Anfang, wo man bis zur Jägerhütte nicht sterben darf. Das gibt es. Aber es gibt eben keine wirkliche, du darfst das ganze Spiel über nicht sterben und musst es in 1 oder 2 Stunden durchspielen. Das gibt es nicht. Das wäre zugegebenermaßen bei diesem Spiel aber auch extrem hart, muss ich sagen. Wenn es so eine Trophäe bei diesem Spiel geben würde, da gibt es ja wirklich einige Stellen, da kann man sehr, sehr schnell sterben. Teilweise ohne, dass man etwas großartig dagegen machen kann. Dementsprechend, puh, ich fände das schon ziemlich hart, wenn so eine Trophäe hier existiert hätte. Aber tut sie nicht, von daher passt schon. Ja, auf jeden Fall eine Platin, bei der ich froh bin, sie erspielt zu haben, weil wir auf diese Art und Weise sehr viel von der Welt gesehen haben. Und sehr viele Geheimnisse noch quasi gelüftet haben, sehr viele kleine versteckte Räume gefunden haben, etc. Dadurch haben wir quasi noch einmal richtig was aus diesem Spiel rausgeholt. Und das ist definitiv ein Spiel, das vor Atmosphäre nur so atmet. Also das nur davor übersprüht. Ne? Dass es atmet quasi Atmosphäre ein und aus. Und ja, man selbst, boah, man hat gar keine andere Wahl, als sich von dieser Atmosphäre einfach umgeben zu lassen, als sich von ihr vereinnahmen zu lassen, weil das ist wirklich Qualitätsarbeit, was hier geleistet wird. Also bravo an die Entwickler, wirklich von mir allerhöchste Hochachtung, dass ihr dieses Spiel gemacht habt. Ich freue mich drauf, falls ihr ein DLC oder einen dritten Teil geplant haben solltet. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Auch diese von euch erdachten Spielstunden ja selbst zu erleben. Ich bin sehr gespannt darauf. Alles klar, Leute, dann bleibt mir an dieser Stelle tatsächlich nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, dass das Projekt Little Nightmares 2, das Platin-Let's Play, leider schon vorbei ist, in Anführungszeichen leider. Aber wer weiß, vielleicht wird es ja durch ein DLC irgendwann fortgesetzt oder irgendwann gibt es den dritten Teil. Sei es wie es sei.
Ich habe eine Menge Spaß gehabt, ihr hoffentlich auch. Ich danke euch vielmals, dass ihr mich bis zum Ende bei diesem großartigen Spiel begleitet habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen bis zum Ende. Lasst mir gerne einen Kommentar und einen Daumen nach oben zurück, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei mehreren meiner Videos getan? Ist es euch ja mittlerweile vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Platin oder 100% Let's Play. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao und frohe Trophäenjagd.